Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund. Ich hätte den Job gerne bei euch im Radio. Konkret, ich würde gerne die Ansagen machen. In solchen Sachen fühle ich mich zu Hause. Mir fällt laufend etwas ein, was ich ansagen könnte. Das nicht alleine kann erzählen und den Weg ganz egal, worum es geht. Es klingt immer im Beweg, weil ich einen Beater unterleg. Und diese Beats pro Minute sind variabel verbunden. Über Kabel bin ich immer up to date. Ich bin ein Ansager. Schnitt. Hallo, hier sind Spatz. Und Norbert. Von Keimzeit. Und ihr seht gerade Backstage mit Keimzeit. Ich glaube, vor einem halben Jahr habe ich mal bunte Scherben eingelegt und war eigentlich auch ganz schön. Also ab und zu kann man da mal relaxed drauf blicken, aber eigentlich ist man nur mit dem Jetzt beschäftigt. Allerdings, ich werde hin und wieder erinnert, so schön erinnert an vergangene Zeiten. Und zwar gestern saß ich im Mövenpick-Restaurant hier hinten und hörte plötzlich 2 plus 2 ist 22, also ein Song von uns. Oder wir sind auf irgendeiner Diskothek und man spielt dort Natalie oder Kling Klang. Ja? Dann wird man eben doch sehr schmeichelhaft erinnert an die Dinge, die man vor 10 Jahren, vor 8 Jahren gemacht hat. Das ist schon sehr schön. Smart und gelassen warten, eine beinahe beiläufige Textpassage aus dem Song Berlin, ist der Albumtitel der kürzlich erschienenen CD von Keimzeit. Berlin heute aus meiner Sicht ist das Schärfste. Natürlich nicht. War Berlin ein Song, den du schon immer schreiben wolltest? Nein. Eigentlich will ich mich eigentlich nicht so sehr über Berlin äußern. Nur kam das so mehr aus einer Laune heraus. Ja? Das angeregt von einem Beat, den ich mal von der CD ROM runter hörte oder mir klaute, kam ich dann recht automatisch auf die Thematik von Berlin und bin ein Fan sowie auch ein Hasser von dieser Stadt und fühle mich immer wieder sauwohl und muss sie dann wieder verlassen, also diese Hassliebe kommt einfach bei dieser Stadt bei mir auf. Und das habe ich einfach in diesem Song verbraten. Nach Im elektromagnetischen Feld aus dem Jahre 98 ist die Band jetzt mit ihrer aktuellen Produktion kreuz und quer durch Deutschland unterwegs. Mit Abstechern in das benachbarte Österreich und in die Schweiz läuft die Tour bis Ende des Jahres. Das könnte ein schöner Tag werden. Ältere Keimzeit-Songs werden auf der Tour neu arrangiert dargeboten und kommen beim Publikum gut an. Wird es eines Tages ein Album geben, auf dem diese zu hören sind? Die Frage wurde in letzter Zeit uns jetzt recht häufig gestellt und wahrscheinlich, wenn das anhält, werden wir irgendwann mal eine Überlegung dazu starten, ob wir das tun. Bisher sind keine Aktionen in der Hinsicht geplant. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es auf jeden Fall Spaß machen würde, dann nochmal ins Studio zu gehen und mit den jetzigen Mitteln und mit unseren jetzigen Ambitionen und Geschmäckern dort nochmal neu ranzugehen. Anfangs noch als Familienquartett wurde Keimzeit im Jahre 1982 gegründet. 1990 erscheint das erste Keimzeit-Album mit dem Titel Irrenhaus. Man sagt immer schon, dass das letzte Album das bestproduzierte ist, aber ich glaube selbst, dass das elektromagnetische Feld eigentlich unser bestes Album ist, von meiner Warte her, obwohl es natürlich von unserem Publikum das am meisten weggeschobenste ist. Und bei diesem Album, denke ich, ist es einfach eine Weiterführung aus dem, was wir in Brüssel 1998 begonnen haben.
Deswegen haben wir auch wieder Franz Plaza als Produzenten mit im Boot gehabt und wollten das. Ist sozusagen das elektromagnetische Feld Teil 2 und das heißt Smart und gelassen warten. Wo da noch wieder von unserer Seite her so eine Haltung zum Ausdruck kam, dass wir mittlerweile ungefähr zwischen 30 und 40 Jahren im Alter liegen und natürlich nicht alle Sachen total heiß essen, wie sie eigentlich mitunter auf uns drauf zukommen. Und so haben wir einfach so eine Haltung entwickelt, die auch auf diesem Album zu hören sein wird, dass man sich in bestimmten Dingen zurücklehnt. Die neue CD von Timezeit Smart und gelassen warten ab jetzt im Handel. Berlin heute aus meiner Sicht ist das Schärfste. Natürlich nicht. Damit seid ihr angesagt. Die neue CD ab jetzt im Handel, meine Damen und Herren. Kaufen! Das könnte ein schöner Tag werden. Das könnte ein schöner Tag werden. Tschüss. Nach einigen personellen Veränderungen innerhalb der Band veröffentlichen Keimzeit 1991 Kapitel 11 ihr zweites Album. 1993 erschien die CD Bunte Scherben. Auf diesem Album ist Kling Klang zu finden, ihre bislang wohl erfolgreichste Single-Auskopplung. Bei so einem Song wie Kling Klang, da müsste eigentlich der normale Radiohörer oder Schlagerhörer entzückt sein. Und jemand, der sehr ernst aussieht oder auch einen sehr profunden Blick hat, der müsste die Nase rümpfen darüber. Und dann plötzlich, wie gestern in Greifswald, merke ich, dass niemand darüber die Nase rümpft, dass eigentlich alle oder jeder das auf seine Art und Weise aufnimmt, diesen Song wie Kling Klang zum Beispiel. Und das stimmt uns einfach mal schon sehr positiv diesem Song gegenüber. Und selbst zu spielen, wenn er uns so aus den Ohren heraushängt, dass wir das einfach nicht mehr können, dann werden wir ihn erstmal wieder auf Standby schicken, wie Nathalie derzeit. Und wenn wir ihn wieder spielen können, ist er wieder mit dabei. So handhaben wir es. Hab gut geschlafen und bin früh schon auf. Nach den beiden Alben Primeln und Elefanten und Nachtvorstellung verpflichteten Keimzeit ihren Wunschproduzenten Nummer 1 Franz Plaza für das nächste Album. Franz Plaza entwickelt sofort eine sehr differenzierte Arbeitsweise, um aus jedem Musiker das Beste zu holen. Die Produktionsweise ist absolutes Neuland für Keimzeit. Und so erscheint 1998 die CD im elektromagnetischen Feld. Was erwartet den Besucher bei einem Keimzeit-Konzert? Eine super coole Mischung. Also wir haben jetzt schon 2-3 Monate rum, glaube ich. 8 Wochen, 9 Wochen spielen wir schon. Und waren in Dresden und in Chemnitz und Rostock. Und merken einfach, wie die Resonanz ist. Und dann kommt immer wieder so das Lob, dass die Mischung ganz gut ist. Wir haben uns am Anfang des Jahres oder jetzt im Sommer, als wir die Platte fertig hatten, zusammengesetzt, was wählen wir aus unseren 90 Songs umfassenden Repertoire. Und da bildet natürlich das Herz die neue Platte, die letzten beiden eigentlich sogar. Und dann ganz viele Songs aus allen anderen 5 Platten. Also Irrenhaus, so alte Klassiker, Hofner und Flugzeuge, so unsterbliche Songs, die wirklich schön sind. Und wir haben, um uns nicht zu langweilen, haben wir die ein bisschen auch neu arrangiert. Und jetzt ergibt es so ein ganz organisches, 30 Songs umfassendes Programm. Und ich glaube, das ist ganz schick. Ja, das ist so, unsere Generation ist mit dem groß geworden, sag ich mal. Also viel gehört, oft gehört. Und natürlich, sagen wir mal, ein bisschen Osten auch.
Die Erde ist rund und der Glückswürfel eckig. Die Mädchen sind bunt und Schweine sind dreckig. Auch so eine Kultband aus dem Osten. Erklär uns das mal ein bisschen näher. Ja, kann ich nicht erklären. Nee? Das spricht für sich, würde ich sagen. Oh Maggie, du bist so wunderschön. Oh Maggie. Klasse, fantasievolle Texte, finde ich. Und auch klasse Musik. Die machen deutschsprachige Musik und mit sehr eingängigen Melodien, wie ich finde. Ich finde das sehr angenehm. Steck dir die halbe Tüte Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund. Sie haben sich entwickelt, glaube ich. Also ich meine, es ist nicht mehr ganz so das Umtata so aus den vergangenen CDs, stimmt schon, ja. Aber es ist okay, also ich finde es klasse. Hab gut geschlafen und bin früh schon auf. Nur um dich zu sehen, nehme ich das in Kauf. Sollte ich irgendwann mal auf nem Leuchtturm stehen, die Schiffe in den Hafen fahren und rausfahren sehen, denk ich an dich und plötzlich fällt mir ein, warum kann ich nicht so wie die Schiffe sein? Schiffe sind schlank und werden niemals dick, Soldaten zog Ziegen. Ich möchte gern wissen, wer die Karten teilt für dieses Spiel und wie lang er bleibt. Hallo, hier ist Norbert. Ich bin der Sänger von Keimzeit. Backstage ist das, was ihr seht und hört. Ich klaue viel bei Urhebern diverser Richtungen und habe eine Passion einfach entwickelt in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren, mich über Verse ausdrücken zu wollen. Und ob ich nun Songschreiber wäre in einer, oder bin in einer Band oder Poesie veröffentlichen würde, schriftstellerisch. Ich glaube, ich würde mich immer mit Versen und mit irgendwelchen Textpassagen äußern. Smart und gelassen warten bietet Ausgeglichenheit von Melancholie und Euphorie. Das Album klingt natureller als das vorige. Die Liebe zum Detail bestimmt das gesamte musikalische Werk. Es gelang Keimzeit, die Sounds leichter, frischer und die Texte unbeschwerter denn je einzufangen. Muss man als Musiker auch ein guter Geschäftsmann sein? Natürlich ist es sehr bequem und sehr schön, einen Manager zu haben. Und wir mit unseren, mit Dirk Tscherner, sind eigentlich da sehr gut bedient, weil ein Typ, der kein Musiker ist, sondern mehr Geschäftsmann, also von Hause aus mehr Geschäftsmann ist, der handelt die Dinge natürlich wesentlich besser als ein Künstler. Und in der Hinsicht sind wir sehr froh, darüber ein Management zu haben und mit dem zusammenzuarbeiten. Ohne sie, es wird der Frühling nicht sein. Sie hört mich für den, der ich vermutlich wirklich bin, und lässt mich damit allein. So ein Stich tut weh, doch vielleicht geht es auch ohne sie, es wird der Frühling nicht sein. Mit Smart und gelassen warten ist nun ein Studioalbum erschienen, welches auch im Live-Geschehen nicht an Wirkung verliert, was Keimzeit eindrucksvoll in der Berliner Columbia-Halle bewiesen hat. Smart und gelassen warten, die aktuelle CD von Keimzeit. Ans Herz gelegt von Backstage. Das ist auch so unser Anspruch. Das ist auch beim Konzert so, dass wir wollen, dass die Leute richtig dabei sind. Also das, man kann da nicht. Früher war das so, dass wir 5 Stunden spielten und man konnte ein Bier trinken gehen im Publikum, konnte nach 2 Stunden wiederkommen
Und dann war das immer noch alles im Gange. Und man konnte sich unterhalten. Und die Band spielte dort auch mal auf der Bühne. Aber jetzt ist es so, dass man schon dabei sein muss. Die Texte verlangen schon immer viel ab beim Hörer. Und mittlerweile auch die Musik, glaube ich. Deshalb ist es so. Und meine wichtigsten Alben, die ich so höre, sind alles Alben, die man beim ersten Mal erstmal sagt, oh Gott, ganz schön viel Information oder... Und die nach dem fünften Mal hören, erst richtig kommen. Das sind so, aus meiner Erfahrung, die nachhaltigsten Alben, die man dann auch noch nach 2 Jahren reinpackt und sagt, wow. Sie wird gerne draußen schlafen, ein märchenhaftes Firmament schmeichelt ihren schönen Augen. Sie wird dort ein neues Leben starten, wo es keinen Luxus gibt und auch keine Kreditkarten. Ich hatte vor, mit ihr aufs Dach zu ziehen, eine Luftveränderung. Nicht in der Wildnis, sondern mitten im urbanen Zentrum. Etwas höher nur der Mond. Wir werden honiggelb vertont. Und von der Zwergenwelt verschont. Glücklich, wer hier wohnt. Etwas höher nur der Mond. Wir werden honiggelb vertont. Und von der Zwergenwelt verschont. Glücklich, wer hier wohnt. Hallo, hier sind nochmal wir beide. Okay, also bist du auf Sendung? Also wir haben 10 Fanpakete zu verlosen. Und diese Fanpakete bekommt ihr unter dieser Nummer dann zugesendet. Und was war das zweite noch? Das habe ich jetzt vergessen in meinem Kurz. Oder E-Mail. So, hi, hier sind nochmal wir beiden Süßen von Keimzeit und wir verlosen jetzt ein schickes Fanpaket. Ach so, ja, okay. Jetzt kannst du endlich mal professionell sein. Dich hinstellen und sagen, Babys, hier steht Keimzeit. Ich sage euch, wir verlosen 16 Pakete oder 3, wie viel war es? Genau. So, hallo, hier sind nochmal wir beiden Süßen von Keimzeit, Spatz und Norbert, und wir verlosen 10 Fanpakete. Diese Fanpakete könnt ihr bekommen, wenn ihr verratet uns, wie viele 16. Noten maximal in einem Vierteltakt untergebracht werden können. Ihr könnt anrufen unter dieser Nummer, uns mailen oder faxen und dann geht das vonstatten. Ich hätte den Job gerne bei euch im Radio. Konkret, ich würde gerne die Ansagen machen. In solchen Sachen fühle ich mich zu Hause. Mir fällt laufend etwas ein, was ich ansagen könnte. Das nicht alleine kann erzählen und den Weg, ganz egal worum es geht. Es klingt immer ein Beweg, weil ich einen Beat darunterleg. Und diese Beats pro Minute sind variabel verbunden. Über Kabel bin ich immer up to date. Ich bin ein Ansager. Schnitt.